Mein Kaffee und ich grüßen euch zur ersten Folge des neuen Formates. Ein Kessel buntes mit jeder Menge Fantasie. Ja. Oh nein, wir haben ein Plagiat begangen. Wir haben SpongeBob nachgemacht. Dann werden wir das gleich einmal richtig zitieren. Mit Anführungszeichen. Verweis in den Kommentaren. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob SpongeBob inzwischen die Doktorwürde erreicht hat. Vielleicht hat er auch eine Professur angestrebt. Wir wissen es nicht. In alltäglichem Leistungsleisten. Nee, leistungsmäßigem Leistungsleisten. Wie war das? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir werden unsere eigene Leistung hier vollbringen. Ihr seht, es ist Hearthstone, falls ihr es kennt, falls ihr es noch nicht kennen solltet, was mich wundern würde, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass irgendetwas ist, wie es ist, weil meistens ist es anders. Ja, noch mehr Weisheiten gibt es dann. Ihr seht verschiedene Decks, weil es gibt neben den Standardkarten, die jeder benutzen kann, eben auch spezifische Karten. Hier wird mit Klassen gearbeitet. Und man kann natürlich Level erreichen. Ich versuche jetzt einmal, jede Klasse auf Level 30 zu bekommen. Und ihr seht, es ist sehr unterschiedlich. Ich habe meine präferierten Klassen wie Magierin und Priester. Da bin ich schon relativ hoch. Mit denen war ich auch immer hier in den gewerteten Spielen unterwegs, was ich jetzt lange nicht mehr gemacht habe. Deswegen ist hier ein Huhn. Ja, ich habe schon lange kein Hearthstone mehr gespielt. Ein Dings, weshalb ich mich bei Bums, ja, genau. Ein Grund, weshalb ich mich auf dieses neue Format auch gefreut habe, weil man dann hin und wieder mal Hearthstone spielen kann und man macht es dann auch, ja, nicht so wie sonst Kaffee. Boah, lecker, der ist noch so richtig schön heiß. Ja, gut, Hexenmeister spielen wir aus dem Grund, hallo, geh mal weg da, gut. Wir haben hier Aderlass, nicht aus dem Grund, sondern weil wir eine Quest haben, die dazu gehört. Quests dienen dazu, Gold zu gewinnen. Ja, da hier. Schließe Quests ab, um Gold zu verdienen. Gold kann zum Kauf von Packungen oder für den Zugang zur Arena verwendet werden oder auch für Solo-Abenteuer, die implementiert wurden. Ja. Wen kriegen wir? Also man bekommt immer einen würdigen Gegner und oben und unten. Lag. Hallo? Ja, Frame Drop. Yay, es ist nicht auf Fraps optimiert. Na, wen kriegen wir? Captain Dolchfächer und Stirnacken Schorsch. Oh, schade. Gul'dan gegen Gul'dan. Oh, nee. Eure Seele wird mir. Ja, ich bin im gewerteten Modus geblieben. Das ist natürlich dumm. Wir bekommen natürlich auch Level, aber ich bin... Hier, die Sechser wollen wir nicht haben. Ich erkläre das gleich für die, die das noch nicht wissen. Es ist eine halbe Tutorial-Folge. Ich wollte nicht das ganze Tutorial durchspielen. Wir haben hier ein neues Umfeld. Und man kann auch immer mit dem Umfeld interagieren. Ich fange an. Das mag ich nicht. Fügt Andina einen Schaden zu, zieht eine Karte. Okay. Er hat gesagt, das war's, weil wir können nichts mehr machen. Wir haben am Anfang nur einen Mana-Kristall und bekommen jede Runde einen dazu. Es gibt natürlich Zauberkarten, die das ein bisschen beschleunigen können oder temporär einen Mana-Kristall generieren können. Aber naja. Was für eine Ironie. Wir spielen gegen Sweet Coffee. Mein Kaffee hat allerdings keinen Zucker. Und er hat natürlich gleich einen Spötter dahingesetzt. Was uns aber nichts ausmacht. Wir setzen, weil, okay, der kann einen Schaden kann der machen. Dann setzen wir mal das Wildtier hier hin. Das war's. So, jede Klasse hat auch wieder eine bestimmte Heldenfertigkeit. Dieser hat Aderlass. Ich kann für zwei Schaden, den ich mir selbst zufüge, eine Karte ziehen. Das kann gegen Ende relativ hilfreich sein. Man kann diese Heldenfertigkeit allerdings nur einmal die Runde einsetzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier gar keine Karte mehr habe und ich gerne drei Karten hätte, dann nutzt mir das nichts. Wir können den mal begrüßen. Ich hoffe, der Sound ist so in Ordnung. Ich habe ein bisschen was eingestellt. Ich grüße euch. Die Stimmen erscheinen mir allerdings noch relativ laut. Deswegen, ja, werden wir die nächste Runde einmal sehen. Hier ist keine Zeitbeschränkung, es sei denn... Es ist unter 10 Minuten. Deswegen sollte ich vielleicht doch den Timer mal mitlaufen lassen. Aber unter 10 Minuten ist relativ selten... das kommt nur zustande, wenn bei dem anderen die Verbindung abbricht oder er aufgibt. Was ich allerdings nicht glaube. Ich stelle mich nämlich immer so noobig an. Na, zwei Schaden. Okay.
So, wir können jetzt wir haben jetzt hier zufällig, fügt einem Diener einen Schaden zu, zieht eine Karte, wenn er dadurch vernichtet wird, wie passend. Hier, bitteschön. Also man braucht bei dem Spiel nicht nur taktisches Geschick, das mir manchmal gänzlich fehlt. Entweder warte ich zu lange oder ich spiele alles raus und dann habe ich halt das Problem, dass ich irgendwann keine Karten mehr habe. Man braucht nicht nur taktisches Glück, sondern... Taktisches Glück. Man braucht nicht nur taktisches Können, so rum, sondern auch eine ganze Portion Glück. Verursacht einen Schaden, die heben wir uns auf. Dann hätten wir aber einen verschwendet. So haben wir auch noch eine mehr auf dem Feld. Ja, okay. Hier, dann kriegst du mal gleich einen Schaden ab. Yay. Es ist nicht wie bei... Ja, also es ist ein Trading-Kartenspiel. Ja, man kann sich kostenlos anmelden, aber muss dafür über 18 sein oder halt einen Erziehungsbeauftragten haben, der was für einen macht. Man ist nicht, denn man ist zwar nicht gezwungen. Gut. Man ist zwar nicht gezwungen, werft eine zufällige Karte ab. Wen hätten wir denn gerne noch auf jeden Fall auf dem Feld? Man ist zwar nicht gezwungen, etwas zu kaufen, aber man kann auch mit echt Geld Packs kaufen oder eben Adventure freischalten. Ich frage mich, ob... Jetzt seid ihr in Schwierigkeiten. Na, ich glaube auch. Na, wobei, der kann natürlich irgendeine Karte aus dem Ärmel ziehen und dann... Skill. Der Succubus hat einen Kampfschrei, das bedeutet, es passiert etwas, wenn ich diese Karte ausspiele. Und zwar eine zufällige Karte abwerfen. Er ist relativ gut, 4 zu 3, also 4 Angriff, 3 Leben. Und hat eben deswegen diesen einschränkenden Kampfschrei. Ich habe jetzt eine Karte verloren. Und er hat jetzt hier so viele Karten und ich habe nur noch eine. Er hat 20 und ich habe 22. Ja. Es kommt immer noch ein bisschen drauf an. Also wenn das Spiel sich in die Länge zieht. Wenn sich das Spiel in die Länge zieht, dann kommt es zum Ende darauf an, wer zuerst keine Karten mehr hat. Also man hat da nicht automatisch verloren wie bei Magic. Sondern kriegt pro Zug, den man keine Karten mehr hat, immer einen Schaden und die Runde darauf immer einen Schaden mehr. Falls ihr wisst, was ich meine. So, wir haben hier noch Ansturm. Und fügt einem Diener 4 Schaden zu. Wir ziehen dann mal eine Karte. Haben leider nicht mehr genug, um das gleich auszugleichen. Aber dann ist auch egal. So. So, damit hätte er schon mal ein paar weniger. Aber wir haben jetzt noch nicht so die Burner, die jetzt einen richtigen Schaden raushauen. Interessant sind immer die Charaktere, die ein bisschen buffen können. Also es ist auch interessant, gegen die zu spielen. Weil man dann immer... auch bei einer 1-1-Kreatur Angst haben muss, okay, es kann dann ganz schnell eine 5-5-Kreatur werden. Was? Jeder? Oha. So, hier haben wir eine Neufertigkeit. Dieser Totenkopf bedeutet, der hat Todesröcheln. Wenn ich den vernichte, erhalten wir irgendetwas. Okay, und anscheinend ein Ersatzteil auf der Hand. Also man kann das Spiel relativ gut lernen, indem man es einfach spielt. So, die Spottkreaturen bedeuten, der kann mich nicht direkt angreifen, sondern muss erst den Spötter angreifen. Verursacht 2 Schaden und stellt 2 Leben wieder her. Spielen die Spinnen noch aus? Ich weiß es nicht. Boah. Das oder das? Wir machen das einmal so. Und... Ich habe nicht genug Mana. Oh ja, und haben nicht mehr genug Mana. Okay. Dann vernichten wir den gleich mal. Aha, und verleiht einem Diener plus 1 Angriff. Den setzen wir mal... auf den da. So, dann ist der auch ein bisschen gebufft. Und wir können ein bisschen Schaden mehr austeilen als geplant. Gut. Das sind so Zufallskomponenten, die das Spiel dann natürlich auch noch interessant machen. Die Tore sind geöffnet. Oh nö. Ja, der hat natürlich jetzt einen Dicken hier aufs Feld gehauen. Der hat eben auch Spott. Jetzt komme ich nicht mehr an ihn heran. So, der da verursacht... Ich habe jetzt allerdings Karten, die ganz viel Schaden verursachen. Das ist natürlich sehr schön. Erstmal ziehe ich noch eine. Zieht eine Karte, wenn er dadurch vernichtet wird. 4 und 4.
So, erstmal da. Oh, gerade die falsche Karte weggeworfen. Naja, jetzt gehen wir auf ihn mit der Spinne. Weil wenn die nämlich stirbt, erhalte ich 2 Einser-Spinnen. Das ist natürlich sehr passend. So, die hier schränkt nicht ein, dass es die gegnerischen Feinde sein sollen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas mit Todesröcheln habe, es gibt so Kreaturen, die so Eier sind. Zum Beispiel Spinneneier. Und wenn man die vernichtet, kommt ein mächtigeres Wesen heraus, worauf man sich natürlich als gegnerischer Spieler immer hütet. Gut, zum Glück habe ich die Karte nicht verschwendet. Dann kann ich den beim nächsten Mal nämlich gleich vernichten. Den habe ich auch im Inventar. Fügt allen Charakteren einen Schaden zu. Okay. Ich frage mich, ob... Bis jetzt sieht das Spiel ja noch ganz gut für uns aus, aber er hat hier tausende von Karten und wir haben nur noch eine. Also bei mir ist es eben entweder, wie gesagt, so, ich horte und warte zu lange und werde dann innerhalb des ersten Drittels niedergemäht. Oder ich spiele zu schnell aus. So, jetzt nutzen wir das mal. Und jetzt haben wir ja keine Karte mehr, die wir abwerfen müssen. Deswegen ist das ganz günstig für uns und holen uns jetzt erst rein. Wir haben das komische Flusskrokodil. So, und greifen ihn an. Wobei, doch, wir greifen ihn an. Weil er muss uns erst angreifen. Es kann natürlich aber auch sein, dass er den jetzt irgendwie heilt. Dann kann das natürlich auch sehr doof gewesen sein. Wissen wir natürlich nicht. Ja, es kommt irgendwas. Genau. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Verdammt. Und er hat noch 5, weil das eine relativ günstige Karte war. Das war natürlich nicht schön. Genau. Jetzt sind wir den ausgeliefert. Und Spott hat er auch noch. Sehr schön. Okay, jetzt könnte er uns niedermachen. Es sei denn, wir ziehen eine... Wähle einen feindlichen Diener aus und vernichte ihn zu Beginn eures Zuges. Joa, ich würde sagen, wir da. Und dann ziehen wir noch eine Karte. Oh, das ist ja praktisch. Okay, das haben wir jetzt vergeudet. Das ist natürlich schade. Fügt einem Diener... setze ich den mal aufs Feld, damit der eventuell den da angreifen kann. Gottesschild bedeutet, den muss man einmal treffen und er leidet dann auch den Schaden von dem im Angriff. Aber er erleidet dann eben keinen Schaden. Das heißt, einen Treffer hat er sozusagen frei. Ich frage mich, ob... Wenn dieser Diener am Ende deines Zuges euren... Was? Euer einziger Diener wird er vernichtet. Okay, das heißt, ich müsste alle drumherum vernichten, um etwas zu erreichen. Vielleicht. Gut, jetzt hat er auch noch Verstohlenheit. Das heißt, ich kann ihn nicht einmal treffen. Aber dadurch verschwindet eben auch der Spott. Gut. Aber der kann dann eben nicht verschwinden. Das ist eine sehr gute Taktik. Und ihr seht, ich kann ihn auch nicht angreifen. Also Diener nicht als Ziel wählen. Schade, schade. Aber 4. Hallo? Du kannst mal weggehen, Schrift. Ich möchte wissen, der hat 9 Schaden. Ja, dann machen wir das doch einmal so. 4. Jetzt ist der auf 5. Ja, okay. Ich bin trotzdem nicht vernichtet. Es sei denn, ich ziehe jetzt hier irgendwie was, das einen Schaden macht. Nee, ich bin erledigt. Naja, so läuft das wie gesagt meistens. Eigentlich ist es ein Let's Fail. Oh, und das war nur eine Runde oder was? Naja. Oh, ich glaube, er muss ihn angreifen. Oder der greift ihn an. Aber der kann ihn nicht vernichten. Und der würde ihn auf jeden Fall vernichten. Was einen Schaden verursachen würde... Wen habe ich denn jetzt angegriffen und den Falschen überlebt auf jeden Fall? Ich frage mich, ob...
Und er hat noch 10 Mana, also ich meine, die Sache ist gegessen. Fast. Oh, das Gottesschild ist weg, aber ich habe trotzdem keine Chance. Er hält zu Beginn jeder Runde einen Angriff. Das ist auch... Oha. Ja. Schaden. Sehr schön. Ja, ja, mach mal. Spiel mal deine Karten aus. Dann sieht es dir nicht besser als mir. Vielleicht können wir doch noch was reißen. Nö. Ich glaube nicht. Ach ja. Also, es ist nicht so, als ob wir noch eine Chance hätten, aber... Ja. Wieso bitte? Ach, ist auch egal. Wir lassen ihm mal die Genugtuung und sind hier mal gut gespielt. Gut gespielt. Er zittert vor der Macht. Vielen Dank. Sehr schön. So, jetzt hau mal rein hier. Gut gespielt. Naja. Kann man naja sagen? Nein, leider nicht. Tja, das war's. War ja irgendwie klar. Es ist, ja, geht öfter mal so. Oh, und wir können auf diesem Rang zum Glück keine Sterne verlieren. Wir bekommen minimal Erfahrungspunkte dazu. Wenn wir gewonnen hätten, hätten wir mehr bekommen. Ja, aber das ist Hearthstone. Wir wollen ein ungewertetes Spiel, bitte. Ja, wie gesagt, wenn ihr es euch selber zulegen wollt, macht wirklich viel Spaß. Es sei denn, man verliert die ganze Zeit, so wie ich. Und man hat am Anfang ein Tutorial, in dem alles erklärt wird, aber man lernt auch viel durchs Zugucken und durchs Selbermachen vorhin. Und ich würde sagen, das war's für diesen Sonntag, für ein Kessel Buntes. Ich weiß nicht, was nächsten Sonntag kommt. Vielleicht nochmal Hearthstone oder was ganz anderes. Keine Ahnung, lasst euch überraschen. Bis dahin also und tschüss und viel Spaß beim Zocken.